wir befinden uns schon direkt im Bosskampf, den ich allerdings schon abgrundtief hasse. Ja, der Henkerswagen, der hier fröhlich im Kreis kutschiert, wir machen uns ganz einfach die Methode, weil die Skelette gehen mir hier dermaßen auf den Piss. Jetzt warten wir einfach, bis er kommt. Na, wo bleibt er? Abfeuern? Ja, wir machen ihn jetzt zwar nur 100, 160. Ah, okay, kommt auch wohl an, wo man ihn trifft. Ich habe schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet, aber ihr sollt ja dabei sein, wenn ich jeden Boss lege. Das ist jetzt zwar ein bisschen cheesy Taktik, aber es geht. Der Charakter, der Boss ist allerdings sehr giftanfällig. Er ist auch nur ein, ja, kein relevanter Boss, Story-Boss. Er ist jetzt einfach nur ein, ja, optionaler Boss. Aber ich will natürlich alle Bosse gelegt haben. Ja, viel hat er nicht mehr. Weil diese Boss-Kombination mit dem Wagen und den Necromancern hier, die immer die Skelette wieder beschwören, die ist einfach nur zum Kotzen. Wortwörtlich. Ja, 160. Viel hat er nicht mehr. Das erinnert mich an die Taktik, die ich bei Manus angewandt habe. Kann ich auch nur empfehlen, mit dem Falkenring und dann auf die Augen von Manus schießen. Eigentlich immer dasselbe. So kann man den aber auch wahrscheinlich sehr gut in den Jugendlichen lassen kriegen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt noch keine gute Taktik hier gegen die Skelette gefunden. Ich habe immer hier dieses klassische, ja, wie soll ich sagen, Ausdauerproblem. Ich komme mit meiner Ausdauer einfach nicht klar hier. Wenn ich die Ausdauer, naja, sage ich jetzt einfach mal, leer habe, werde ich von den Skeletten so tote geknüppelt. Und darauf habe ich kein Just mehr, also, ne? 131 Pfeile haben wir noch. Sollte easy go wink werden. Wo ist er? Ich vermisse hier jemanden. Ich vermisse hier jemanden, ja. Hottehü? Da sind schon die nächsten Skelette. Ach! Da ist der Necromancer. Okay, jetzt weg hier, weg hier, weg hier, weg. Alter, ich komme nicht weg. Okay, der Necromancer ist tot. Lass mich drücken, du Sau. Geht weg. Geht nur auf den Strich. Aber gewaltig. Ich kann dieses Skelett nicht ab. So, komm, jetzt mal nur am Arm. Da war der erste down, da war der zweite down. Jetzt du auch noch? Hm? Aufs Maul? Ruhe hier im Puff. Ja. Skelettchen, sag ich schon. Pferdchen. Was mache ich jetzt mit dir? Ach, da ist ja noch ein Skelett. Hallo. So schön, wenn hier kein Wagen fährt, ne? Ah, den Loot hole ich mir später. Ja, normal ist hier geplant, man zieht den Hebel, lässt das Tor runter und alles ist gut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Kleine kommt hier nicht mehr hoch. Macht der mal runter? Oh. Er ist runtergefallen. Hatte Blums gemacht. Ja, das war doch recht angenehm, ne? Seele eines tapferen Kriegers. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal den Loot einsammeln, ne? 24.000 Seelen. Kann ich nicht klagen. Und da geht's auch weiter.
Also. Gelbes Kraut. Kräuterli. Was haben wir hier? Schwindende Seele. Schwindende Seele. Ein Menschenbild. Ja, das hat sich doch gelohnt. Weil ich glaube, ich bin jetzt hier. Liegt hier nicht noch mein Lebenspokel? Da liegt mein Lebenspokel, genau. Alles klar. Also das einzige Nervige, was nur hier bei diesem Boss stattfindet, sind die Skelette. Ansonsten ist er relativ angenehm. Verlorenes Gut zurück. 27.000. Da haben wir noch einige Lebenspunkte. Damit können wir bestimmt doch etwas anfangen. Jetzt können wir uns auch weiter in dem Gebiet umgucken. So. Weil da drüben ging es ja weiter. Also wie gesagt, normal war geplant, dass der hier durchprescht und dann kämpft man gegen das Pony, mehr oder minder. Aber ich bin jetzt happy, ich habe ihn gelegt. Zwar auf einen anderen Weg, den man ihn legen sollte, aber ich habe keinen Bock gegen die Skelette zu kämpfen und hier ist es ein bisschen staubig oder was ist das hier? Ah, und hier ist das wohlverdiente Leuchtfeuer. Und wer bist du? What is it? Oh. You took one home. This place won't be any fun. Not for you. What is it? Oh. Na, okay. Ich weiß nicht, was man mit denen einstellen soll, aber okay. Geht's hier nicht weiter? Ja, augenscheinlich nicht, ne? Hallo? Ist hier nur das Leuchtfeuer? Muss doch irgendwo weitergehen. Ah, da ist das Pony runtergefallen. Ha. Okay. Dann reisen wir nach Majula. Würde ich mal ganz strikt behaupten. Ja, dann haben wir die Hölle der Untoten auch geschafft. Mehr oder minder. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Wir machen hier nachher in Jägerhain weiter. Aber vorher werde ich, wie gesagt, nach... Ne? Wie ist es? Majula ein bisschen aufleveln. Vorher einen kleinen Schluck trinken. Und dann wollen wir mal, es gibt nur zwei Bosse in dem Gebiet. Das war der optionale Boss, nachher machen wir auch noch den Hauptboss. Du, Schnecke, ich muss mit dir quatschen. Aufsteigen. 1, 2, 3, 3 Level könnte ich schon machen, 3 Levelchen. 1, 2, 3, ja, 3 Levelchen. Okay, ich gehe mal ein auf Vitalität. Geschick hätten wir dann 30, da hätten wir Geschick voll. Finde ich auch schön. Aber ich habe ja gesagt, ich will maximale Stärke will ich auf 25 bringen. Ja, machen wir das erstmal so, dann habe ich schon mal wieder etwas Seelenfrieden. Dann reise ich kurz nach MacDuff. Ah nein, ich bin immer noch bei der hier. Habe ich eine Essoscherbe? Ich habe gar keine. Okay, dann reise ich kurz nach MacDuff. Das war hier. Mal gucken, ob ich da irgendwas reißen kann. Weil gleich kommt auch noch mein Schwager, dem muss ich auch noch gleich helfen. Deswegen, vielleicht werde ich hier gleich noch einen Cut setzen. Ich weiß es noch nicht. Verlorene Festung. MacDuff. I ought to fetch a new one. Ja. Kann ich irgendwas verstärken? Nein. Fossile Drachenknochen habe ich nicht. Titanitscherbe. Da sind wieder Waffen, die ich eigentlich nicht. Titanitbrocken habe ich nicht. Titanitbrocken. Ja, mein Katana. Titanitscherbe. Ja. Die Peitsche finde ich sehr interessant. Die würde ich sogar mal testen. Die würde ich einfach mal aus Just for the LOL mal aufwerten.
Das Einzige, was ich aufwerten könnte, wäre mein Schild. Mhm. Na, mache ich aber erstmal nicht. Okay, hat sich erledigt. Mal gucken, was wir uns noch für Boss Sachen holen können. Ich glaube, das war hier. Weil wir haben ja wieder einige, wir haben ja ein paar Bosse gelegt und ich habe mir lange gar nicht angeguckt, was wir noch für Boss-Waffen uns machen können. Hm. Mal schauen. Ach, ihr seid ja auch wieder da. Bumskugel 1. Bumskugel 2. Bumskugel 3. Bumskugel 4. Bumskugel 5. Ich habe immer Angst, dich zu treffen. Ja, handeln. Was hast denn du? Schildarmbrust. Mhm. Krumm. 15 Stärke, 25 Geschick. Geborenes. Riesenstreitaxt. Stachelkeule, 20 Stärke, 18 Dex, aha. Gargoyle, Zweitaxt, mhm. Drachenreiter, helle Bade, den Drachenreiterbogen habe ich ja. Verfolger, ultra Großschwert, ich bin ja groß, ich brauche was Schnelles. Krummsäbel. Was ist denn das hier? Streitwagenlanze. Drachenreiter Großschild. Und Drachenreiter Seele habe ich nicht mehr. Dafür habe ich mir den Bogen geholt. Hier, guck, 26 Stärke, 45. Das werde ich nicht. So weit werde ich mit meiner Stärke nie gehen. Streitkeule. Keule, klingt interessant. Das ist von der Dehnwache, okay. Das ist auch von der Dehnwache. Dehnwache, Seele vom Verfolger. Was ist das hier? Drachenreiter, Henker, Drachenreiter. Ah, okay. Hat nichts Interessantes. Also nichts, was. Obwohl, was hat denn noch so? Okay. Nein, du hast nichts, was mich antört, mein Freund. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu McDuff, kaufen uns noch ein paar Eisenpfeile, weil meine sind geschwindend gering geworden. Dank Jägerheim. So. Einmal hierhin. Hi McDuff. Gegenstände kaufen. Eisenpfeile. Ein bisschen viel, ne? Ich habe ja noch so ein paar. Ich habe jetzt garantiert, ich weiß nicht, wie viel ich bei Pony verschossen habe. Nehmen wir mal einfach 150. Oder komm, nehmen wir 170, ist auch okay. Gut. Dann nochmal eine Majula, ein paar Heilsteinchen kaufen. Und dann geht's zurück nach Jägerheim. Weil ich will ja, wie gesagt, heute eigentlich will ich Jägerheim komplett in dieser Session abschließen. Ich will da heute durch sein. Wir haben ja noch ein paar Seelencontainer, ne? Ja, guck mal, da haben wir ein paar benutzen. Dann kaufen wir uns vielleicht noch ein paar. Wow. Benutzen. Ich bin auch schon in Überlegen, ob ich die Boss-Seelen benutze, weil die ich jetzt hier habe, davon kann ich mir jetzt nichts wirklich was kaufen. Naja, die behalte ich aber erstmal. Hi Mütterchen. Ich möchte was von dir, ja. Ich möchte. Oh, die hat jetzt auch die großen. Dann nehmen wir mal hier von 20. Davon nehme ich zwei. Alles klar. Ah ne, Moment, da kann ich mir noch wieder. Alles klar. Was hat der denn jetzt? Hat der schon wieder was Neues oder muss ich bei denen erst was kaufen?
damit der was Neues anbietet. Wie gesagt, ich habe Soul 2 noch nie so wirklich alleine durchgespielt. Okay, bei dem muss ich wahrscheinlich erstmal was kaufen. Was hat denn der hier für ein Set? Feste Lederrüstung, Lederrümmer, Falkner. Was hast du an Schilden? Alsenparma. Drachenschild. Nichts, was mich interessiert, Boy. Also ich weiß nur, wenn man denen so viele Seelen irgendwann gibt, dann wird er arrogant und meint hier, ich bin reich. Ich bin reich. Und da will man ihn am liebsten an die Schnauze hauen. So, dann rüsten wir mal hier um. Mal gucken, mal 300 Pfeile, damit kommen wir auch locker aus. So, nehmen wir mal die Steinchen hier rein. Und gehen zurück nach Jägerhain. Da ging es irgendwie nicht weiter. Was ist denn das hier? Schattenwald. Oh ne. Wir gehen erstmal zurück nach Jägerhain. Und ich würde sagen, ja, wir machen noch so ein paar Minütchen. Also den Boss haben wir erstmal platt. Schade, dass die Aufnahme am Anfang nicht so wollte, wie sie sollte. Ach, und mir fällt gerade auf, ich habe ja noch mein Fallschirm ausgerüstet. Da springst du wieder runter, du kleiner Drecksack. Hallo. Normalerweise hüpft er mal runter. Heute will er nicht. Okay, da oben steht doch garantiert wieder. Ist denn das so ruhig hier? Normalerweise. Hä? Wo sind die Gegner hin? Der Dicke ist noch da. Aber die komischen anderen Pimmelmänner sind weg. Egal. Hey! Oh Gott. Fast vergessen. Die Motten. Hä? Ach du. Moment. Dich erlöse ich mal von deinen Leiden. Danke. So. Jetzt du Schwabbel. Alter. Ah, hast du mich endlich gesehen? Hey! Ich bin immer Notze. Ich bin hier. Irgendwo war ja noch so ein Zitronenfalter da drüben. Jetzt sollten wir hier schon mal nicht mehr verrückt werden. Hallo. Irgendwo hier? Hier kann man jemanden beschwören, will ich aber nicht. Da wollte ich zu viel. Giftmoos. So, jetzt muss ich mich hier umgucken. Irgendwo hier. Ach ja, und da wo das Leuchtfeuer ist, da konnte man den Baum umtreten. Habe ich auch komplett verschwitzt beim letzten Mal. Auf traurig nicht. Ihr könnt jederzeit einen in den Rücken fallen. Hallo, du kriegst da am Boden. Danke. Den kann ich mir hier beschwören. Schüchterner Ray abräumen. Ah, nein, ich will keinen schüchternen Ray. Moment, kann ich da unten beschwören?
Ey, jetzt bin ich irritiert. Moment, hier könnte ich dann... Ach, das ist dasselbe. Der juckt mir gleich die Nase. Das heißt normalerweise, es gibt auch Maul. Du, da steht noch einer. Viel Damage macht ihr ja nicht. Da drüben ist noch einer. Mit Hundi. Und die geniale Hitbox. So. Schießt er? Verstarb er. Nicht. Jetzt starb er. Und eine Katze ist gespawnt. Moment eben. Eigentlich wollte ich da mit dem Auto haben. Darfst doch Hallo sagen. Hi. Ja, Du hast übrigens vergessen, Bescheid zu sagen, dass du jetzt aufnimmst. Der Bosskampf lief sehr gut. Ja, hab ich gemerkt. Auto umparken? Ich muss mein Auto umparken, also, das hab ich dir noch mal erzählt. Ah ja. Egal, reicht nicht. Warte, vor dir. Dann bleibt die Cat mal kurz bei uns. Ich warte eigentlich immer darauf, dass es klopft und mein Vater vorbeikommt. Ja, ich auch die ganze Zeit schon. Nicht wundern, Leute, meine Stimme ist noch ein bisschen bescheuert. Jetzt hört sie es wieder normal an. Ja, wir haben ja gestern im Stream schon erwähnt, Cat kam ja aus dem Krankenhaus raus und ihre Stimme ist noch etwas lady. Ein bisschen, aber mit es ihr. Wird immer besser. Ja. Ich meine, ich habe jetzt keine großartigen Schmerzen mehr oder sonst irgendwas. Im Vielleicht Arsch oder im Kopf? Ich würde den Kopf machen, oder? Toll, jetzt liegt mein Loot da oben. Ne, ist nicht mein Problem. Deins nicht, aber meins. Cat ist nicht besonderlich bewandt mit Dark Souls. Ich wollte vorher schon dabei sein. Und wir haben hier einen Flitzer. Nee. Einen untoten Flitzer. Danke dir. Nee, er hat ein Lendentuch rum. Er hat seine Pampers noch rum. Bleib doch! Keine Ahnung, rennt die ganze Zeit rum. Ich find's eigentlich eher witzig, wie er hier rumrennt. Aber... Da muss ich rein. Und da oben. Also von hinten sieht deine Frau aus wie ein Mann. Meine Frau sieht aus wie ein Mann. Von hinten, ja. Ich habe extra schöne Haare gegeben, ja. Ja, habe ich gesehen. So. Hebeln. Und by the way, Oh, hi. Oh. Ich habe mir zwar Dark Souls angefangen anzusehen und so, ne? Mhm. Weil ich mir noch ein bisschen gewünscht hätte, dass du ein bisschen was erklärst, zum Beispiel, wo zum Beispiel ist jetzt das und das oder das und das. Ja, da haben wir jetzt. Ich kenn's ja nicht komplett, also für mich ist es ja auch noch semi-blank. Ja, zum Beispiel Seelensteine oder sonst irgendwas. Seelensteine? Also Seelensteine kennen wir ja schon, das ist ja Heilung zum Beispiel, ne? Der Stein, den ich da unten ausgerüstet habe, ja. Das ist ein Seelenstein, der ist Heilung, ja. Ja. Da unten die Fiole kenne ich zum Beispiel gar nicht, weiß nicht, ob es auch zu heilen ist. Das ist Estusflakon. Das wird auch zu heilen, richtig? Ja. Das ist ja so zum Beispiel. Hier. Das ist Estusflakon. So, jetzt hätte ich mir noch irgendwie gewünscht zu erklären für auch Noobs oder sonst was. Da wird auf mich geschossen. Egal. Mir aber nicht. Unbekanntes Gebiet, hier weiß ich. Na komm. Du sollst nicht mit deinem Kakomen auf mich schießen, du sollst ja... Na toll. Und statt ihn hau ich den Baum. Und dann falte ich mir mal ein Steinchen ein. Hab's ja. Okay. Dich lock ich mal weg hier. Mit dir will ich hier nicht am Klippenrand kämpfen. Kommst du? Braver Boy. Möchtest du ein Stößchen? Hm? Ja, ne. Ja, lass mich nicht hinter sich, ich hab hier kein Stößchen. Moment mal, was? Backstep auch genannt. Bei mir heißt es Stößchen. Ja, ich nehme es von hinten rein rannehmen. So.
erzählt, kurze Vorwarnung, das sind Necromancer. Aha. Die können die Skelette hier jederzeit wieder auferstehen lassen. Also du hast so. Ja. Necromancer auf gut Deutsch. Und hier gibt es irgendwelche Vasen, die einfach fluchen können. Ich trau den Vasen also nicht. Die kichern und haben ein Gesicht drauf. So wie die Mimics. Mimics erkennst du nur an der Kette in Dark Souls 1. Wie man die hier erkennt, das weiß ich noch nicht. Ich sag, die ist ja nur so wie ein Mimic zum Beispiel. Oh. Da komme ich nicht durch. Ich gucke nur, wie lange du meistens machst. Wir sind da, ich habe noch ein paar Minütchen. Ja, ist klar. Von da kam ich. Hier geht's auch noch. Irgendwie ist hier wieder so eine Vase. Da ist sie. Ja. Die Vasen sind das. Weil verflucht werden in diesem Spiel ist nicht schön. Titanitscherbe und Streitkolben. Magie. Ich bin kein Magier. Titanitscherbe habe ich auch irgendwo. Das ist Upgrade-Material. Mhm. So, Menschenbild. Das ist schön, dass ein Skelett ein Menschenbild droppt. Menschenbild ist einfach nur, dass du wieder menschlich bist. Richtig. Oder? Sonst hat das überhaupt keine Bewandtnis? Nein, es dreht sich überwiegend nur darum, dass ich menschlich werde. Aha. So, jetzt habe ich das Feld schon mal von da aufgeräumt. Du rennst ja immer noch hier rum! Ich will dir irgendwas zeigen. Ich würde dich hier irgendwo hin. Ja, ich weiß nur, dass. Oh, das ist nicht gerade dabei. Ah, der ist runtergelaufen. Da runter und dann da lang. Da rennt hier ein Kreis. Hm. Wer Spaß anhat, vielleicht trainiert der ja für den Marathon. Ich weiß es nicht. Invasion? Ach, nö. Keine Invasion. Invasion heißt? Invaded werden. Das ist aber ein NPC. Ah, okay. Mit sehr wenig Life. Aber da finde ich auch die Kalle. Den hätten wir auch. Finstergeist, gnadenlose Ruena? Ruena. Und ein Menschenbild hat er auch noch gehabt. Und toten Kerkerschlüssel. Ja, yes. Gefällt mir doch. Haben wir auch noch einen Finstergeist. Ach, da liegen noch Loot. Noch mehr Loot. Ja. Ein Gewand. Okay. Ich will zumindest das Gebiet klirren. Klirren. Beziehungsweise bevor ich könnte jetzt Arsch. Aua. Ich kämpfe ungern auf Brücken oder engen Schluchten. Ui. Ja, aber nur die Pirouette führt ihn selber in den Tod. Giftpfeil. Die hätte ich jetzt beim Bosskampf gebraucht. Flammschmetterling. Das sind andere Charakter, also von anderen Spielern. Ja, natürlich. Weil ich spiele auch online. Darüber weiß ich, geht er zum. Nein, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Ah, hier ist breit genug, hier können wir kämpfen. Das sterben. Hier geht es zum Hauptboss. Also zum Hauptboss dieses Gebiets. Will ich aber noch nicht hin. Also Jägerheim ist an sich nicht groß. Ich hätte jemand schon Feuer gemacht. Mal einer schauen. Aber
nicht. Oh Gott. Ein Lizard. Nein. Ich treffe ihn nicht! Scheiße. Wer ist gestorben? Ja. Egal, ich habe einen Lizard nicht gekriegt, das ist viel schlimmer. Der ist an Skeletten, so wie es anscheinend aussieht, geendet. Weil hier ist ein Blutfleck und der war wohl in der Kampfanimation. Ich gebe jetzt das mit Leuchtfeuer holen. Manno. Ich wollte den Lizard haben. Der flitzt hier immer noch rum. Der hat echt Spaß in der Backe. Mhm. Egal, ich gehe mir jetzt erstmal das Leuchtfeuer gönnen. Weil wir sind schon auch sogar über der Zeit. Da haben wir einen NPC, mit dem quatschen wir nächstes Mal. Ich gönne mir jetzt erstmal das Leuchtfeuerchen. Mach sit down, please. Verabschiede mich. Vielen Dank fürs dabei sein. Möchtest du auch noch was sagen? Tschüssi. Ja, vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Freunde. Ciao.